Konntest du ohne Internet eigentlich den glorreichen FC Schalke 04 verfolgen? Ja, surely enough, jetzt kann der Aufstieg kommen. Jetzt kann er kommen, ja. Sagst du Zurückholaktion? Schalke Top 3 Abwehr. Was? Top 3 Abwehrlevel? Ich weiß, ey, ich find das ja gut, dass Schulli wieder da ist, so. Ich mochte den ja auch damals. Aber was ich halt nicht nachvollziehen kann, ist, dass Leute jetzt in maximaler Euphorie ausbrechen. Der Bruder war halt kein Stammspieler bei uns, ne? Das vergessen halt viele. Wo soll der gerade, wo soll der spielen, Schulli? Also, wo im System soll der spielen? So ernst gemeinte Frage jetzt. Und haben wir auf der Position dann, wo der hingestellt wird, so ein ernsthaftes Problem im Vergleich zu anderen Verteidigern? Beziehungsweise generell Verteidigung. Schulli kann ja alles spielen, gefühlt. Er kann alles, auch RV, LAV. Ja, dass der alles kann, weiß ich jetzt nicht. Haben einige das Spiel gegen 1860 München vergessen, glaube ich, ne? Besser als Mon, lassen ist der allemal. Boah, ey, dicker Hot-Take. Aber Torriecher Lass mit Schulinov sehe ich keinen Unterschied. Also tut mir wirklich leid. Oder Torinstinkt. Rein vom Typ her ist er eine Bereicherung für den Kader. Ey, da gehe ich voll mit. Ich weiß gerade nicht, ob das eine Baustelle ist. Oder ob das so eine Main-Baustelle ist in dem Team. Beziehungsweise die Schwachstelle, die wir haben. Und die Schwachstelle, die wir haben, ist, wie erneut gegen Hamburg zu sehen, die Verteidigung. Junge, hat man doch gesehen. Und ich konnte mir vorher auch schon wieder anhören, ne? Was hast du denn? 3 Spiele ohne Niederlage, 2 Spiele ohne Gegentor, die Abwehr hat sich doch gefangen, wo ich mir denke, Bruder, halt, hast du nicht gesehen, dass 2 Teams davon keine Offensive hatten und das andere Team einfach offensiv zu dämlich war in dem Spiel und ja am Ende trotzdem noch 2 Hütten gemacht hat? Ich mir denke, Bro, wie kann man denn so blind sein? Ja, die Chancen verwertet und das kommt dann nochmal oben drauf. Das ist ja egal, aber selbst wenn du 2 Hütten gemacht hättest, Bruder, hättest du hinten trotzdem wieder kassiert. Und ich klammer hier Kallas tatsächlich aus. Aber wirklich, Kallas tut mir da hinten gerade echt leid. Aber Kaminski, da habe ich halt keine Worte mehr für. Das muss man noch sehen. Das ist ja auch nicht schlimm, dass der das Pensum nicht mehr fahren kann, weil er mal fahren konnte. Aber der gehört da nicht mehr hinten rein. Und was der Verteidigung fehlt, ist entweder ein neuer Innenverteidiger oder ein Torwart, der, wie nennt sich das, die Instabilität der Verteidigung besser dirigieren kann. Und wenn ich mich zwischen den beiden Sachen entscheiden müsste, dann bin ich aber hier ganz klar bei einem neuen Innenverteidiger. Weil ich weiß auch wieder nicht, wo der beim ersten Gegentor stand. Der stand ja wieder überall und nirgendwo. Ich weiß nicht, was der da gedeckt hat, keine Ahnung. Wäre mal wieder so eine Bahnschranke aber gewesen. Meinst du das zweite Tor? Ja, aber du hast das Spiel. Guck mal, mir geht es ja darum, wegen welchen Gründen hast du dieses Spiel jetzt verloren. So, und da sagen einige mangelnde Chancenverwertung. Jetzt die Gegentore aber auch trotz der Tore kassiert. Da können sich viele einreden, dann wäre es aber ein anderes Spiel gewesen, hätten wir da den Anschlusstreffer gemacht. Das ist ja jetzt, das ist ja ein Muster, was die Verteidigung oder die Defensive da einfach hat. Und das ist einfach extreme Instabilität. Und wenn du da der Meinung bist, du musst da nichts machen, dann mach da nichts. Und wenn du jetzt der Meinung bist, ey, ein Baumgartl ist jetzt, der ist es jetzt. Der Baumgartl, der ja in der Hinrunde einfach gescheitert ist. Aufgrund vieler Dinge. Sei es das Interview, sei es auch seine Leistung auf dem Feld, die war auch nicht gut. Gerade in Anbetracht mit dem, aus welchen Gründen der geholt worden ist. Kann das jetzt funktionieren? Kann funktionieren. Ist das ein Risiko? Natürlich ist das ein Risiko. Weil du mittlerweile davon ausgehst, dass sich da nichts verändert hat. Bist du eigentlich der Meinung, der Kader ist zu gut, um abzusteigen? Ja, ja, der Kader ist zu gut, um abzusteigen. Sagen ja auch die Verantwortlichen. Der Kader ist eigentlich zu gut, um abzusteigen. Aber Moment mal, haben wir das nicht auch über den Kader gesagt mit Suat Serdar, Bentaleb und keiner? Der Kader war eigentlich auch zu gut, um abzusteigen, ne? Eigentlich war auch der Kader irgendwo zu gut, um abzusteigen. In der Abwehr fehlt es so weit, dass es mit Training gar nicht machbar ist. In der Abwehr fehlt es so weit, das ist mit Training gar nicht machbar. Da gehören andere Spieler her, sonst wird das nichts mehr mit Erfolg. Ein Spieler, der was ausstrahlt da hinten. Ein Spieler, der sich auch wirklich ernsthaft sagt, ich möchte jetzt hier hinten in der Verteidigung eine Führungsrolle übernehmen. Ich habe Bock jetzt diese Verteidigung hier zu dirigieren. Ich will diese Verteidigung führen. Das ist keiner. Ein Kallas ist das nicht. Ein Kallas ist jemand, den musst du von alleine lassen einfach. Ein Kallas ist niemand, der eine Abwehr dirigiert, aus meiner Sicht. Ein Kallas musst du von alleine lassen, da macht er seinen Job. Der macht so richtig so die Drecksarbeit da hinten. Schmeißt ihn alles rein und Abfahrt. Aber du brauchst diesen Dirigenten da hin und das ist einfach ein Kaminski für mich nicht. Dass jetzt einige Fans, so guck mal, wir sind ja jetzt an dem Punkt, dass gerade es wirklich so aussieht, als wenn Schurlinov der einzige Transfer ist. Wo wir vor einem Monat, glaube ich, gesagt haben, wenn Schurlinov der einzige Transfer ist, dann, nee, dann ist das zu wenig. Ne? Jetzt gerade haben wir dieses Szenario. Der Markt ist noch auf. Es kann auch was passieren. Viel Hoffnung habe ich aber nicht. Verstehe mir die falsch, aber boah, auch Totalausfall. Also weiß wirklich nicht, warum der noch spielt.
Moore ist aber für mich auch wieder so ein typischer Schalke-Transfer. Der war in seinem alten Verein eigentlich relativ stabil. Und dann kommt er nach Schalke und die haben alle Fußballspielen verlernt. Alter, genau wie Schallenberg und keine Ahnung was. Die haben alle Fußballspielen verlernt. Was ich aber auch sagen muss oder beifügen muss, gerade jetzt Schalke gegen Hamburg, das war fußballerisch schon mal auf jeden Fall ein kleiner Fortschritt. Also das muss man fairerweise ja wirklich sagen. Du hast phasenweise hast du ordentliche Spielzüge gesehen. Also da ist so ein bisschen was im Trainingslager passiert. Ich finde, das kann man schon sagen. Aber was bleibt ist und was du nicht hinbekommen hast, ist defensive Stabilität mit dem Spielermaterial, was du da hast. Und was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht in der Baumgartel-Thematik jetzt ist, es wurde von Gerards, glaube ich, gesagt, ja, Baumgartel war sowieso schon sehr, sehr nah am Team dranne. Ich mir jetzt aber die Frage stelle, ja, der war so nah am Team dranne schon die letzten Wochen, Monate, seitdem Gerards da ist, dass er es aber nicht an Kaminski vorbeigeschafft hat. Mit der Leistung, die Kaminski da auf dem Platz gezeigt hat. Wo ich mir dann denke, Bro, mir Hoffnung machen jetzt, hört sich anders an. Wenn der da nicht an den vorbei, aber der war nah dran. Am Ende hat er es trotzdem nicht geschafft, an dem Kaminski vorbeizukommen. So, was ist das irgendwo für eine Aussage? Neuer IV, vielleicht sogar zwei mit passender Qualität. Muss man mal in Liga 1 den unteren Plätzen schauen. Zum Beispiel Gilavogi oder Leitsch sind durchaus realistisch. Vor allem Jula ist so ein Macher. Ich als Wolfsburg-Fan muss sagen, egal was für eine sportliche Rolle er spielt, er gibt immer 100%. 110% und ist auch außerhalb des Platzes sehr wichtig gewesen, hat gemeinsame Treffen geplant und so weiter. Das würde dem Kader auf Schalke gut tun, so ein Typ. Ja, aber die Frage ist halt, ist das zu finanzieren? Jetzt hast du ja auch bei Dings gehört, ne? Irgendwie Leihgebühr null, Gehalt auch nicht wirklich was, wird auch nicht was bezahlt. So, und die Kaufoption, Chat. Ja, viele sagen jetzt, ey, immerhin haben wir eine Kaufoption. Das ist schon mal gut für Chulinov. Das Szenario bei Chulinov ist jetzt gefühlt für mich das gleiche wie mit Itakura vor anderthalb Jahren. Da hatten wir auch eine Kaufoption und wir haben das bestmögliche Szenario erreicht. Wir sind aufgestiegen am Ende. Und die Kaufoption von Itakura wird trotzdem nicht gezogen, obwohl man vorher im Wissen war, wie hoch diese ist. So, versteht ihr, was ich meine? Und wie wichtig der war für die Defensive. Dann hast du dich trotzdem beim maximalen Erfolg, den du hattest, mit dem Aufstieg, hast du trotzdem die Kaufoption nicht gezogen. Obwohl du gesehen hast, was der Defensive für eine Stabilität gegeben hat, ne? Und ja auch noch torgefährlich war hinten raus. Deswegen, wo sollen jetzt da 3,5 Millionen herkommen, wenn du jetzt nicht mal irgendwie Spieler geliehen bekommst? Das ist halt das, was ich nicht verstehe. Das passt alles vorne und hinten nicht, was einem da erzählt wird. Da heißt es erst so und dann heißt es wieder so. Und es gibt doch keinen Schalker eigentlich. Also da kannst du wirklich alle Schalker zusammennehmen, die da irgendwelche Spieler in der Größenordnung fordern von einem Kevin De Bruyne oder sowas Beklopptes. Das macht ja keiner. Aber du kannst dich halt auch nicht bei den Leuten beschweren, die sagen, Schalker Scouting-Abteilung ist, der hat mal auf unser Wappen geklopft, den kaufen wir. Keinerzeit war das Gefühl da, dass Schalke nochmal das Spiel dreht oder wieder rankommt gegen Hamburg. Dass sie einen Anschlusstreffer machen, das Gefühl hat es ja schon, die Chancen waren ja nun mal da. Aber ich gehe halt nicht mit der Aussage, dass das dann ein anderes Spiel gewesen wäre. Dafür ist die Defensive zu instabil. Es ist nach dem 2-1 noch mehr nach vorne gespielt und hinten wären noch mehr Löcher gewesen. Und die hätte Hamburg, so wie in der Form, wie die da waren, eiskalt ausgenutzt. Eine weitere Chance von Hamburg, die hätte gesessen. Und dann hätte es 1-3 gestanden. Das wäre am Ende dann auch egal gewesen. Nee, aber das ist es gerade. Der Markt ist noch auf. Wie seht ihr das denn, Chat? Sagt ihr, es kommt noch jemand für die Verteidigung oder sagt ihr, nee, da passiert nichts mehr? Ich sage, es kommt keiner, aber Polter geht noch. Hoffentlich kommt noch, wer glaubt am nicht dran. 50-50. Ich sage, wir holen leider nichts mehr, passiert nichts mehr. Höchstens ein bis zwei? Irgendeine Laie noch, mit viel Glück noch eine Laie. Wilmots selber sagt, wenn nur für die Offensive. Ich meine, Sky hat heute berichtet, dass Wilmots meinte, dass defensiv nicht oberste Priorität. Dass defensive nicht oberste Priorität ist? Also, jetzt mal no joke. Also Chat, jetzt mal wirklich, auch an die Nicht-Schalke-Fans gerade, die mal so das ein oder andere Spiel von Schalke verfolgen. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der sagt, ich sehe offensiv jetzt nicht die Probleme wie defensiv. Wir haben doch offensiv weitaus weniger Baustellen wie in der Defensive. Ich finde auch, die Offensive ist jetzt nicht unser Problem. Und ey, surprise, vielleicht kriegt die Offensive ja auch mehr Ruhe rein und Kontinuität, kriegt die Offensive ja vielleicht auch eine Konstante mal rein, wenn die wissen, boah, wenn ich jetzt hier einen Ball verliere, dann geht der nicht direkt durch bis ins eigene Tor, sondern da sind Leute hinten drin, die fangen den ab und können eine gute Spieleröffnung. Und ich kriege gleich in 5 bis 6 Minuten die nächste Möglichkeit. Wenn man öffentlich sagt, dass man zwingend einen IV will, werden die Abgebevereine mehr wollen aufgrund deiner Not. Ja, aber Pierre, das ist ja gerade ungefähr so, wie wenn ich jetzt hier im Stream machen würde, so auf geheimnismäßig. Welche Farbe, Chat? Welche Farbe hat jetzt der Schriftzug hier, wo meine Hand vor ist?
Wisst ihr nicht? Überlegt mal, welche Farbe hatte der Schriftzug, den ich hier habe? Bro, das sind doch ersichtliche Dinge, welche Probleme der Kader hat, Alter. Da bringt doch auch nichts, wenn du dich hinstellst und sagst, ey, unsere Priorität ist die Offensive, defensiv sind wir gut aufgestellt. Und du verlierst zum Auftakt wieder 2-0 durch komplette Klöpse da hinten in der Defensive. Das kann doch kein Plan sein. Also jetzt mal ernsthaft. Das kann doch kein Masterplan sein. Beides Mal Spieler komplett frei im 16er. Ja, das erste Tor war die Oberhertha, Alter. Freitag auf dem Betze wird's brennen. Ja, da ist dann wieder Baumgartelzeit. Bin gespannt. Das zweite leitet Kaminski auch mit ein. Ja, also wie gesagt, zu Kaminski brauche ich nichts mehr sagen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich da mir einen raussuche, auf den ich einprügel. Aber das muss doch mittlerweile wirklich jeder sehen. Wer da so der Unsicherheitsfaktor von den beiden in der IV ist. Und das ist halt, tut mir leid, das ist nicht Kallas. Das ist einfach Kaminski. Und da muss er auch einfach einsehen, dass die Zeit da vorbei ist. Ey, wenn der auf der Bank ist, dann lass ihn auf der Bank. Wenn Not am Mann ist, dann ist das halt so, wenn er kein Geld hast. Aber das kann doch bitte nicht deine A-Lösung da hinten sein. Und er ist ja die absolute A-Lösung. Bevor ein Kaminski rauskommt, würde ein Kallas durch einen Baumgartel ersetzt werden. Der hat ja so eine Stammplatzgarantie, Alter, so kommt mir das vor. Siehst du Schalke am Ende der Saison? Ich kann da... Stell mir die Frage nochmal nach dem Lautern-Spiel. Also wenn ich jetzt sagen müsste, so maximal 2 Plätze noch hoch. Dafür ist die Defensive einfach zu instabil. Und auch viel zu leicht auszuhebeln. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja egal, ob du durch die Mitte durchspielst oder ob da einfach mal eine blinde Flanke reinkommt. Wie gesagt, offensiv, spielerisch so ein bisschen, hast du was gesehen? Ja, fand ich schon, dass das eine kleine Entwicklung war. Aber das bringt dir am Ende halt nichts, wenn du das leidtragende Problem da hinten immer noch in der Verteidigung hast. Highlight war immer noch, wo Kaminski am Testspiel gegen Wolfsburg gesagt hat, er wüsste nicht, warum sie so viele Gegentore kassieren. Wolfsburg auch sinnbildlich gewesen, Chat. Also Wolfsburg auch, die Gegentore waren auch, also... Dann konntest du dann auch wieder an, ja, ist der Erstligaverein. Ja gut, dann ist gut. Also ich war schwer enttäuscht. Entwicklung für mich minimal, reicht nicht im Ansatz, da geht nicht gut aus. Ja, das war jetzt kein von 0 auf 100, aber du hast trotzdem eine kleine Entwicklung gesehen. So, dat, fairerweise musst du das ja auch sagen. Reicht das am Ende? Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht, da muss doch was passieren. Und wenn die sagen, ey, Prio hat Offensive, dann ist für mich ja dann auch ein Eingeständnis, dass die Kabadai-Leihe, der auch wieder mal ein absoluter Wunschspieler war, ja dann irgendwie auch nicht so. Deine Entwicklung besser als keine Entwicklung, aber gut ist das nicht, ja. Ne? Und das wird interessant werden. Also gegen Lautern habe ich überhaupt kein Feeling, weil wieder nicht. Also ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen wird. Gar keine Ahnung. Du kannst da einen knappen Sieg einfahren, du kannst die abschießen, du kannst ein Unentschieden spielen, du kannst knapp verlieren, du kannst auch abgeschossen werden. So, das ist so ein Spiel, das kann ich überhaupt nie deuten. Ja, das wird so ein Not gegen Elend 0-0 oder so. Kann auch sein. Das ist so ein Spiel, da kann wirklich wieder alles passieren. Maybe auch aufgrund der Atmosphäre oder so. Aber bleibt spannend. Bleibt spannend auf jeden Fall.